Der Überfall Russlands auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende, die eine entschlossene, starke Antwort der Verbündeten erforderte, allen voran eine Antwort der G7. Es ist gelungen, diese entschlossene Antwort zu geben. Die wirtschaftlich stärksten Demokratien der Welt sind nun noch enger zusammengerückt, als sie es ohnehin schon waren. Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte verbinden uns als Wertepartner eben im Kampf für eine gerechte Welt. Diese Werte tragen uns. Das hat sich in diesem Jahr ganz besonders gezeigt. Ich bin überzeugt, es ist unsere Einigkeit, unsere Entschlossenheit, die dazu geführt hat, dass der russische Präsident heute ganz alleine dasteht. Und wir fordern Putin erneut auf, das sinnlose Töten in der Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Putin ist isoliert. Er steht alleine da. Der G20-Gipfel auf Bali hat gezeigt, unsere Partner rund um die Welt haben Russland aufgefordert, zum Völkerrecht zurückzukehren und den Krieg zu beenden. Der Wiederaufbau der Ukraine wird eine Menschheitsaufgabe, vergleichbar vielleicht mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig halten wir den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiterhin hoch. Mit der Einführung des Ölpreisdeckels sind wir einen wichtigen Schritt gegangen, damit die Staatseinnahmen Moskaus aus Ölexporten verringert werden.